So, hallo Leute. Ja, kurzes Resümee, Zwischenstand, Zwischenergebnis und ja, Joker Knives Spanien. Womit fangen wir an? Also das sind jetzt alles so die Messer, die ich jetzt persönlich gequält habe, benutzt habe. Fangen wir hier mit dem Abfangmesser an. 2018. Ja, Maisjagd, nix, Totenstille bei uns. Leider konnte ich das Ding noch nicht einsetzen. Ich hoffe, im Herbst wird es jetzt besser. Das sogenannte Bisonett. Schauen wir mal. Also bei uns keine Schweine oder fast keine Schweine im Mais. Leider noch nicht testen können. Aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Womit fangen wir dann an? Fangen wir mit dem hier an. Das, ja, so ein bisschen Buschkräft, man sieht auch schon, dem Ding habe ich nichts geschenkt. Und da haben wir es. Das Campero ist auch ein bisschen dreckig benutzt und ich habe es jetzt mittlerweile hier vorne geschafft, das Ding stumpf zu kriegen. Wunderbare Sache. Ich habe die Dinger nicht gepflegt, nicht geschont, funktioniert wunderbar. Haben wir hier einen Flachschliff, also klasse Geschichte. Was habe ich damit aufgebrochen? An die 8-9 Rehe. Also ist ein Sandvik-Stahl, ne, Carbon-Stahl und dafür schaut er eigentlich noch ganz gut aus. Ja, das Campero. Passt wunderbar, Daumen hoch. Das nächste, was ich auch viel benutzt habe, ist, einen kleinen Wettstahl noch reingetan, das Canadier-Messer. Hier so ein bisschen so diese leicht S-förmige Form. Ein super Teil, da habe ich es jetzt auch mittlerweile geschafft, dass hier vorne ein bisschen stumpf ist. Damit ausgenommen habe ich zwei Frischlinge. Zweimal Dammwild und zweimal Reh. Wunderbar, klasse Geschichte. Absolut einwandfrei. Das nächste. Erstmal die positiven Sachen, dann die negativen. Oder zu den negativen gibt es nicht viel. Dann habe ich hier einen sogenannten Jagdskinner. Und da mit dem Teil habe ich meinen momentanen, in Anführungsstrichen, Lebenskeiler, tue dann vielleicht auch noch mal ein Bild rein, aufgebrochen. Das Saumesser schlechthin. Also der Hammer, wie man da mitarbeiten kann, das ist echt eine absolut geile Geschichte. Da ziehst du mit hoch, da machst, dann tust, das Ding ist immer noch rattenscharf. Für den Preis und für das Geld und du hast hier eine Hammerauflage zum Arbeiten. Also wie gesagt, mein bis jetzt größten Keiler, den ich geschossen habe, aufgebrochen. Dreijähriger dann und zweimal Dammwild. Wunderbar, schönes kleines Ding, trägt überhaupt nicht auf, so richtig schönes kleines Zweitmesser, wenn man ein größeres hat. Also absolut eine klasse Teil. Ja, was ist der einzige Haken bei den Messern? Gibt es da einen? Der Schliff ist okay, der ist gut, aber der ist jetzt nicht perfekt. Aber man muss auch immer Preis-Leistung sehen. Wenn die da jetzt jemand noch hinstellen, der das Ding noch mal 15 Minuten abzieht, dann kostet es nun mal Geld. Und aber von der Basis her immer Full Tang. Die Stähle sind einwandfrei, die Verarbeitung ist einwandfrei, die Dinger halten. Ich habe es jetzt bei dem geschafft,
dass sich da ein bisschen mal das Holz löst, aber auch nur dadurch, dass mir das der Junior in den Wasserkübel reingeworfen hat. Und da ist es mal halt 2-3 Tage drin gelegen. Aber einsatzfähig, funktioniert, passt. Also absolut, in meinen Augen, absolut Daumen hoch. Ich war am Anfang immer erstmal etwas skeptisch. Ganz früher, weiß ich noch, aus meiner Kindheit hatten die spanischen Messer einen sehr, sehr guten Ruf. Dann ist das Ganze so ein bisschen abgesackt und jetzt, denke ich mal, geben sie einfach wieder Gas und die Sache funktioniert. Und die Firma Joker macht da echt einen guten Job, was die Dinge angeht. Also absolut der Hammer. Und ja, ich sage halt wirklich für jeden, für den Outdoor, hier, da haben wir die Jagdmesser. Dann haben wir hier schon eher wieder den Bushcraft Outdoor Messer. Oder halt hier das für die Saujagd, für den Abfangjäger, das Messer. Also absolut klasse Dinger. Und ja, was werde ich mir jetzt nächstes jetzt holen, testen, ausprobieren? Ein Messerchen, ja, so ein bisschen, weiß nicht, ob man das kennt, so à la Inglourious Basterds. Ein, ja, hier schon Griff Monster Bowie 25. Da werde ich jetzt mal ein bisschen mit umeinander randalieren. Absolut cooles Teil und vor allem der Griff, der hat was. Ist jetzt eine Steckfunktion, eine Steckerlfunktion. Mal schauen, ob es herhält. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Ich denke mal, der geht hier so hoch. Ich werde damit hacken, stechen, vielleicht auch mal auf einer Saujagd mitnehmen. Aber man muss ja jetzt da keine Bäume spalten, obwohl müsste eigentlich gehen. Wunderbar cool gemacht, mein neues, ja, Spielzeug, das Joker Bowie 25 mit hier schon geil. Und man, das Ding fliegt ja nicht so leicht aus der Hand, einfach wunderbar schön gemacht. Ja, das war es jetzt eigentlich erstmal so. Also von mir persönlich kriegt die Firma Joker für die Arbeit, die sie da leistet, absoluten Daumen hoch. Kleines, minimales Manko, man findet immer was, egal was ist. Der Schliff könnte ein bisschen runder, feiner sein, aber für das Geld absolut ausreichend. So, ja, das war so mein kurzes Feedback. Joker Knives. Ich habe noch so ein ganz kleines so Neck Knife, das ist im Moment verschwunden. Ich denke mal, das hat sich der Junior geschnappt. Mal schauen, wo ich das finde. Damit habe ich übrigens auch drei Rehe aufgebrochen. Also eine absolut klasse Geschichte. Halten her. Ja, und dann noch ein paar Bilder und das war's.